Hi, Mahlzeit, Ibims. Ja, schon lange nichts mehr. Im Hintergrund läuft die Spülmaschine, das soll wohl mal nicht stören. Ich habe keinen Bock, die jetzt abzustellen. Also, ich habe schon lange nichts mehr von meinen wunderschönen Griffschalen für meine geliebte SIG P226 X-Serie, also X6 Skeleton in diesem Fall, gezeigt. Manchmal kommen Anfragen, ob die auch sonst wo passen. Also die passen halt nur bei 226 X-Serie Single Action Only Abzug. Ne? Also wenn ihr so ein Ding habt mit Entspannhebel, passen die Griffschalen nicht. Wunderschön, oder? Sind die nicht geil? Passform, wie schon öfter gezeigt, einfach genial. Licht ist hier vielleicht suboptimal. Aber muss reichen. Dieses schöne Glitzern ist natürlich ein kleines Leckerchen oben drauf. Der Griff in der Hand, also der Grip in der Hand, sage ich mal, ist allererste Sahne. Das ist wie, oh, hoppla, aua, tut weh. Ist so wie Schmirgelpapier. Nichts mit verrutschen oder, warte mal ein bisschen die Kamera hier ein wenig hoch. Also vom Feinsten. So. Dass die Knarre clean ist, ist klar. Nichts drin, komplett empty. So, hier mal die Schalen noch mal einzeln gezeigt. Passform also wirklich vom Feinsten, exakt wie original. Also setzt da drauf, passt alles saugend, die Schrauben in die Löcher ohne Wackelei. Der Griff, der macht Flatsch und sitzt und wackelt nicht rum und hat keinen Abstand. Alles schließt geil. Die Griffschalen, die ich teilweise gebaut habe mit irgendwelchen Noppen oder Fippeln dran zum Finger ablegen oder sonst was, die habe ich bei den Siliziumkarbid-Beschichteten weggelassen, weil diese Sachen dienten eigentlich einem verbesserten Grip und der Grip mit diesen Schalen ist so geil, da braucht man keine anderen Hilfsmittel sozusagen. Die Basis ist Kohlefaser, also CFK, PLA. Daraus ist die Basis gedruckt und dann sind sie nachträglich mit Siliziumkarbid beschichtet. Ja, als ich das letzte Mal bei Franconia war und habe Munition gekauft, habe ich denen von diesen tollen Griffschalen erzählt. Und die haben durchaus Interesse, sich die Dinger mal anzugucken. Ich werde also das nächste Mal bei Franconia bin, so ein, zwei, drei Satz mitnehmen. Können die sich da mal in Ruhe angucken und ausprobieren. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht demnächst im Angebot bei Franconia zu haben sind. Möglicherweise. Ne? Also wenn sie schlau sind, nehmen sie die Dinger, weil sie sind super geil. Es gibt nichts Vergleichbares. Vom Grip her, auch die G10-Schalen, die Standard G10, oder was heißt die Standard, die guten G10-Schalen, sage ich mal, kommen vom Grip an diese bei weitem nicht ran. Gut, das war's. Nochmal hier die Knarre gezeigt, weil sie einfach so geil und so wunderschön ist. Tolles Ding. Tolles Ding. So, das soll es gewesen sein. Bis dahin. Ciao, ciao.